Hallo, wir haben heute etwas ganz Besonderes. Den Drink habe ich schon immer mal wieder in der Bar gemacht, habe ihn aber dann zu einer ganz besonderen Gelegenheit, mehr oder weniger durchaus einen Anlass zum Zelebrieren, machen dürfen. Und da hat er jetzt endlich auch einen Namen bekommen. Vorher lief es immer mehr oder weniger als ja so ein Drink halt mit ein bisschen frischer Passionsfrucht, bisschen Orange, gerne auch immer Blutorange, bisschen Limette, Limejuice und ein Pfirsichlikör und einen mittelschweren Rum. Das war eigentlich immer so das, wo die Leute gesagt haben, hey, das Ding mit Maracuja, das war lecker, mach mir mal. Und dann habe ich den halt gemacht zur Präsentation an der Pop-Akademie. Und seitdem hat das Ding jetzt auch einen Namen, Pop-Up. Mehr oder weniger simpel, Pop-Up. Wir machen das ganz einfach. Der Drink kann auch gerne im Glas als alkoholfreie Variante, im Gästeglas direkt zubereitet werden und kann dann auch mit Soda aufgefüllt werden, um das Ganze noch ein bisschen leichter zu machen. Wo man sagen würde, eine Maracuja-Schorle Deluxe. Wir nehmen eine Passionsfrucht und nehmen da die Kerne und das Fleisch und fügen das einfach zum Shaker zu. Und dann nehmen wir gleich den Saft einer halben Blutorange. Einziger Unterschied bei der Blutorange ist, dass sie halt einfach wirklich einen präsenteren Säure hat und auch so einen leicht nachgesetzten Bitterton. Und jetzt mit der Verwendung auch von den Limetten haben wir dann bei dem Getränk eigentlich ein sehr schönes Zusammenspiel von unterschiedlichen Säuren, aber eben auch nicht nur von Zitrussäuren, sondern haben halt auch dieses wirklich frische, leichte Süß-Sauer-Spiel, was man von einer Passionsfrucht halt kennt. Limejuice gibt so ein bisschen Körper mit. Pfirsichlikör. Relativ schwach im Alkoholgehalt. Was natürlich auch, sag ich mal, auch für die Sommertage funktioniert. Kräftig schütteln, aber nicht zu lange. Und dann mit einem Teesieb in die Kerne und das Fruchtfleisch kurz zu halten, vorsichtig in die vorgekühlte Cocktailschale abreihen. Und fertig haben wir ein sehr schönes und auch ästhetisch ein schön anmutendes Getränk. So, wir sehen, jetzt bildet sich ein schöner Schaum. Und das wär's. Ich wünsche dann viel Spaß bei den ersten Sommertagen.